Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 14 mit mir, DF, und ich habe jetzt einen Monat nicht mehr gespielt. Ich war voll in der Sucht drinne. Wieso leuchtet die Kokosnuss? Ich war voll in der Sucht drinne. Ich suche mal ein bisschen raus und ich gehe mal zu Fuß, weil dann kann ich ein bisschen erklären. Ich war total in der Sucht drinne. Ich könnte auch Heinzi holen. Ich war in der Sucht drinne und habe das Spiel nonstop gespielt quasi und irgendwann war es weg. Also ich musste mich tatsächlich so ein bisschen selbst überreden, dieses Spiel wieder zu spielen. Nicht, weil ich es schlecht finde oder keine Lust habe oder so. Ich hatte einfach so eine innere Blockade, weil ich habe jetzt so lange nicht mehr gespielt. Warte, ich muss mal Heinzi weg. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und dann, bevor wir jetzt hier mit Wisecat reden, wollte ich noch mal kurz erzählen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Und dann stehen wir noch kurz bevor die Quest mit Titan zu machen. Und ich dachte einfach, ich bin aus dem Spiel raus und dann wieder reinkommen. Wieso habe ich eigentlich dich? Egal, haben wir dich jetzt gerade draußen, Katze. Ich dachte, ich bin in dem Spiel nicht mehr drinne, also ich bin so ein bisschen raus. Ich weiß nicht mehr, was ich alles einsetzen muss, welches Symbol was bedeutet und so. Und dann muss ich aber direkt gegen Titan antreten. Reden wir erstmal mit Wisecat. Okay, du steckst voller Tatendrang, nicht wahr? So muss es sein, schon bald wirst du Titan gegenübertreten. Das ist um Camp Bronzesee im oberen Land Nocea und trifft dich dort mit Riol. Ja, er war beim Herr der Helden einer meiner besten Kundschafter. Seine Aufgabe war es, Eingang zum Vulkanlabyrinth von Ogomoro zu suchen. Müssen wir auch noch eine Dungeon machen. Damit dieses Wissen nicht in die falschen Hände gerät, ist er zu höchster Vorsicht angewiesen. Er will sich erst zeigen, wenn er das Erkennungszeichen des Heeres, der Helden, hört. Bronzesee ist südlich von Weinhafen. Dort musst du an drei bestimmten Orten pfeifen und Riol kommt dann zum Treffpunkt. Einen vierten Ort. Ich zeichne es hier alles auf der Karte ein. Okay, dann machen wir das doch mal. Nördlich vom Weinhafen. Zu Weinhafen kann ich mich, glaube ich, Weinhafen kann ich mich teleportieren, ne? Nördlich des Weinhafens. Ich könnte auch mal kurz auf die Map gucken. Ich zoome mich noch mal raus. Ja, ich glaube, so kommt er höher. Oberes Lanusser. Ich muss aber zu den oberen Lanusser hin. Okay. Dann muss ich. Wo muss ich lang? Das ist eine Quest. So wie es aussieht, muss ich. Irgendwo hier, da muss ich. Ich würde auch Heinzi rufen. So, Heinzi. Ich glaube, hier muss ich durch. Für die Quest. Okay. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, wie gesagt, ich habe jetzt monatelang nicht mehr gespielt oder so. Also ist ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist heute der Tag, ein Tag vor dem The Legend of Zelda. Bin ich hier überhaupt richtig? Wo muss ich hin? Bin voll falsch. Okay. Ich hätte die Karte mal aufrufen. Ablassen sollen. Ein Tag vor The Legend of Zelda. Hier ist auf The Kingdom rauskommt und ich dachte mir, nee, ich gucke mir das vielleicht sogar als Let's Play an, ich spiele das nicht. Und dann, weil es Zeitzonen gibt und das Spiel in Australien schon zum Beispiel zum Download gibt und man das über Umwege auch mittlerweile auf anderen Kontinenten downloaden kann. Wo muss ich hin? Warte, ich muss dann hier. Also man kann das Spiel jetzt auch schon woanders spielen, nicht nur in Australien und so. Man kann es
Also deswegen dachte ich mir, ich gucke mir als Let's Plays an oder in dem Fall ein Stream vom Spiel. Und ich habe direkt Bock bekommen, als ich das gesehen habe. Und dachte mir, nee, scheiß drauf, ich kaufe mir das Spiel, habe mir jetzt gekauft und warte darauf, dass es freigeschaltet wird. Ich habe mir die Download-Version gekauft, nicht unbedingt damit das so schnell wie möglich spielen kann. Ja, eigentlich schon. Nee, der Feld ist mir egal. Nicht, weil ich es unbedingt direkt spielen kann, gleich, wenn wir Mitternacht haben. Deswegen auch, weil es die physische Version, die würde erst am Montag kommen. Und heute ist Donnerstag. Und morgen ist Freitag und um Mitternacht wird es wahrscheinlich freigeschaltet sein, denke ich mal, in Deutschland. Und deswegen mache ich das so. Ich muss, glaube ich, da hoch. Deswegen habe ich mir das jetzt die digitale Version gekauft. Die war jetzt bei Amazon, war tatsächlich die physische Version 10 Euro billiger. Aber ich dachte, ich warte nicht so lange. Ja, Gesicht Bugalia, was bist du denn für einer? Ah, hier ist auch ein, hier sind über die Zielorte. Und hier ist ein Elterit. Geh mal runter vom Chocobo. Erstmal harmonisieren wir mit dem Eteriten hier in Dingens. Keine Ahnung, wie der Ort nochmal hieß. Bronzesee, ne? Die Zielorte. So. Aber so wie es aussieht, müssen wir gar nicht so viel, also direkt gegen Titan antreten, sondern wir machen noch so Standard MMO-Zeug. Übrigens, ich habe hier die dritte Leiste schon reingeholt. Ich habe zwar noch zwei Plätze frei für Sachen in meiner Leiste hier. In meiner, wie heißen die Dinger nochmal? Kommandoleiste, genau. Aber es kann gut sein, dass die bald voll sein werden. Okay, dann gehen wir mal dahin, wo wir hin müssen. Übrigens, mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme sind die ersten... Ich guck mal kurz, ich tapp mal raus. Ich guck mal kurz auf meinem Kanal. Die ersten 18, okay, sie sind doch mehr als gedacht. Die ersten 18 Videos von A Realm Reborn raus sind schon veröffentlicht. Das müsste hier Folge... Ach, ich weiß gar nicht. Irgendwas in den 50er-Bereich sein oder sowas. Wo muss ich hin? Wo ist denn hier? Im Häuslein wahrscheinlich, ne? Nicht im Häuslein. Da oben. Komme ich von hier aus dahin? Nein. Wahrscheinlich von da. Komme ich darüber? Okay, dann laufen wir mal eine Runde. Warum ich die Mini-Curl jetzt draußen habe, das weiß ich auch nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ein anderes Vieh draußen habe. Hallo, Riol. Moin. Du siehst ein bisschen aus wie... Ach, kacke, wie hieß er nochmal? Aus Final Fantasy, weil du ein Gesichtstattoo hast und blond bist. Wie der Typ aus Final Fantasy 8. Der Freund von Squall. Ich habe seinen Namen, der ist halt der Mönch des Spieles. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aha, ein Abenteurer. Es ist schon lange her, seit ich das letzte Mal mit dem Five-Signal gerufen wurde. Kommst du von Weißcat? Dachte ich mir doch. Na gut, wenn du bereit bist, erkläre ich dir alles, was du wissen musst. Abschließen. Riol wird ihm etwas über den Zugang zum Vulkan erzählen. Titan, Herr der Felsen. Also, Voice Acting? Wahrscheinlich nicht. Vor Jahren, als wir uns alles Mögliche überlegten, wie wir am besten in den Vulkan gelangen könnten, bin ich bei einem Schreibzug auf einen der primitiven Ätheriten gestoßen, den die Kobolde benutzen. Ein Ätherit? Was soll der Blick? Denkst du, wir sind die Einzigen, die in den Ätherfluss einsteigen? Hab tatsächlich das gedacht. Er spricht von unversteckten Alterknotenpunkten, die wilden Stämme gefunden und in Beschlag genommen haben. Das Prinzip ist das gleiche wie bei unseren Ätheriten.
Ah, wieder da. Danke für die Erklärung. Ihr Leute aus Schalajan habt ein echtes Talent für sowas. Genau darüber wollte ich mit Triol sprechen, deswegen bin ich gekommen, sobald es mir möglich war. Die Tunnel unter Ogumoro bilden ein verworrenes Labyrinth, da noch kein Fremder zu Gänze erforschen konnte. Wie sich das Herr der Helden da drin zurechtgefunden hat, ist mir ein Rätsel, das ich mich schon lange beschäftigt. Ich kann heute gerade echt nicht lesen, aber scheint. Also bitte, du unterschätzt uns ja wohl gewaltig, wir waren noch nicht so dumm, von vornherein zu spazieren. Die Kobolde graben ständig neue Tunnel und schicken die Art mit Fallen. Ein falscher Schritt und hunderte Tonzen. Steine krachen dir auf den Schädel. Wär ja Selbstmord, das überhaupt so zu versuchen, oder? Aber dann haben wir kapiert, dass wir das gar nicht müssen. Die Ogumoro-Minen sind die reinste Koboldstadt. Klar, dass es da ein Iteritennetz geben muss, wie in jeder vernünftigen Stadt. Ogumoro. Kommt mir irgendwie bekannt vor, dass... Vielleicht haben die das schon mal erwähnt, deswegen kommt es mir bekannt vor. Der Baum hier ist ganz schön hässlich. Aber selbst wenn da unten in Ogumoro ein Ätherknoten wäre, man müsste sich doch erstmal mit ihm harmonisieren, um seine Signatur im Ätherstrom identifizieren zu können. Nein, dieser Typ aus Schalajan hat es hingekriegt. Er hat uns direkt in Titans Schlaft immer befördert. Hat gemeint, jeder Gelehrte aus Schalajan, der was auf sich hält, könnte dasselbe tun. Ein Schalajaner hat das gesagt, die Lokalisierung des Knotens könnte möglich sein, dass man jemand anderen sicher ans Ziel leiten kann, ohne die Signatur zu kennen, dafür müsste. Theoretisch ist es möglich, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, ich es nicht versucht habe. Aha, du schaffst das schon, Mädel. Hab doch ein bisschen Selbstvertrauen. Los, wir gehen alles nach Zelmas Klamm, da können wir den Iteriten genauer unter die Lupe nehmen, ist nicht weit, aber stellt euch darauf ein, dass uns die Kobolde den Weg versperren. Okay, dann wollen wir mal. Wo muss ich hin? Nach da oben. Ich bin ein bisschen reingezoomt. Das war, weil ich, je nachdem... wie es aussieht mit Thumbnails, den Typen als Thumbnail nehme und deswegen halt ein bisschen reingezoomt, damit wir sein Gesicht sehen. Okay. Dann hier lang. Goldsteiger, ja, die dürften ja nicht allzu gefährlich sein, weil das nur Level 30er Viehzeug ist, 34er, um genau zu sein. Und wir sind ein bisschen primitiver Ätherit. Wir sind ein bisschen, ne, überlevelt. Wahrscheinlich kommen jetzt Gegner, oder auch nicht. Das ist also der Iterit, durch den das Herr der Hellen in Titans Heiligtum vordringen konnte. Wer bist du denn? Genau wie Papa Limo vermutet hatte. Der Iterit wurde nicht mal schalanianische Methoden modifiziert, deswegen ist das Signal so schwach. Es wird all meine Kraft erfordern, es zu verstärken und zu stabilisieren. Ich muss unheimlich weiter, DF. Ich werde hier bleiben und das Signal aufrechterhalten, sonst kannst du nicht mehr zurückkehren. Okay. Ihr seid unbesorgt, ich werde die Truppe des Malstroms rufen, die in der Nähe stationiert sind. Sie sollen mich so lange schützen. Vielleicht gelingt es mir, das Signal zu stabilisieren, sodass ich dir abfolgen kann. Bis dahin bist du auf dich alleine gestellt. Ja, bis dahin habe ich den schon besiegt. Nun werden wir sehen, ob ich aus Schalajanerin etwas auf mich halten darf. Mach mal. Okay. Oder einen Knotenpunkt orten, tief im Inneren des Berges, was dir dort unten begegnen wird, kann ich dir nicht sagen, aber sei auf alles gefasst. Ist das ein Dungeon? Wahrscheinlich. Eine Nabel, Mund. Zugänglich. Ein normaler Inhalt wurde in der Inhaltssuche. Okay, bla bla bla. Da wollen wir mal ins Portal mit NPCs. Level 34. Okay.
Alter Trupp. Okay. Ein Obenlebender, ein Eindringling hat unseren Eteriten benutzt und beschmutzt. Hat Titans Heilige Reich betreten, mit Füßen getreten, nicht erlaubt, verboten. Obenlebender muss weg, muss verschwinden aus Koboldreich. Fürchtet den Eindringling nicht, meine Kinder, der Herr des Erdreichs wird sein Schicksal besiegen. Hör her, Obenlebender, du und deinesgleichen, ihr werdet es teuer bezahlen, dass ihr den Pakt gebrochen habt. Hier wird das Urteil zuerst gesprochen und dann Limsaluminsa und all dem Wort brüchigen Lügner, Betrüger, doppelzüngige Verräter. Großer Vater, Herr der Felsen, Herr der Berge, Herr der Ärzte, dein ist das Erdreich, dein ist jeder Berg, begrabt diesen Ruchlosen unter Felsen so schwer wie sein Schlund. Seine Schuld ist Schlund. Ich glaube, jetzt kommt Titan. Titan, Titan. Moin. Die haben ihn einfach beschworen, die Schweine. Einfach geht das. Er ist da, er ist da. Titan ist groß. Titan, Titan, Titan. Titan, Titan, Titan. Obenlebender, du wagst es hierher zu kommen, nach allem, was ihr meinen Kindern angetan habt. Das gleiche Interesse dem Erdreich, seine Schätze und scheuen nicht den Mord an seinen Bewohnern, denen sie rechtmäßig gehören. Ah, aber ich bin nicht der Erste, gegen den du erhebst. Du hast auch Ifrit entthront, nicht wahr? Was für eine unfassbare Vermessenheit in diesem armseligen Körper, du wirst die Vergeltung dafür erfahren. Moin Titan, ich habe vergessen mein Kriegerzeug zu aktivieren. Machen wir mal schnell, damit ich die Dingens habe. Hier, erstmal den hier. Und zack. Und die 1 und die 2. Ich habe vergessen, was die ganzen Sachen machen. Ich habe meine 3 nicht. Ich habe aber die 8. Weil das ist eine neue 3, die habe ich mit Level 50 bekommen, okay. Okay, passiert da irgendwie was Wichtiges? Ich zoome mal ein bisschen mehr raus, okay. Okay. Ich hätte, glaube ich, nicht am Rand stehen dürfen, oder? Wie war das? Naja, mal auf, komm auf mich. Da ist echt nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich je weiter weg, desto besser. Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Falsche Aktion oder Ziel? Wieso kann ich dich nicht anvisieren? Titans Herz. Okay, ich muss Titans Herz angreifen. Okay, gut. Komm ich da auch dran? Ja. War nur ein bisschen verwirrt. Meine Leute eigentlich auf der Seite. Geht doch dahin, wo ihr nicht aufs Maul kriegt.
Geh mich mal, damit die mich so aufs Maul kriegen. Idioten. Die Musik ist ein bisschen anstrengend, ne? Oder finde ich das nur so? Okay, den haben wir besiegt. Da, 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 da. Ah ja, das ist ja Final Fantasy, da kommt das Lied. Titan, Titan ist gefallen zu Brocken, zerfallen, oh weh. Jetzt komme ich zu euch, oder ich krieg erstmal einen Kristall. Wie wär's damit? Das ist der... ich... vierte oder fünfte? Das müsste der vierte eigentlich sein. Ja. Weil Titan... Ifrit... Ramu und den ersten haben wir so bekommen. Also sind es vier. Also noch zwei. Das ist gewagt, Titan zu zerschlagen. Dieser Frevel soll dir niemals vergeben werden. Komm doch her. Eure Skashmanes, ist die den Bund gebrochen haben. Wir haben nur unser Gebiet verteidigt. Deshalb sind wir aus den Bergen an ein hässliches, gewucherndes, kalles Außenland gegangen. Je weiter unser Boden bedroht, wird es niemals Frieden geben. Hörst du? Wir werden kämpfen bis zum allerletzten. Haut erstmal ab, ihr. Feiglinge. Da ist Nero. Warte, ist das Nero? Ja, das ist Nero. Da sind sie mal anständige Werte, wie man sie von einer Primae erwartet würde. Ich habe genug gesehen, wir machen weiter wie geplant. Wer ist das denn? Also ich meine, den habe ich schon mal gesehen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ritatin Sasavina. Na sicher, Nero, wir wissen nicht, wozu die Konstruktion imstande ist und wozu nicht. Ritatin. Denn der Mangel des Vertrauens ist eine glatte Beleidigung. Meine Konstruktion könnte Titan im Bruchteil einer Sekunde in die Knie zwingen. Wenn die Geschichte wahr ist, dann könnte sie sogar ganz Erosea unterwerfen. Ist das nicht so? Er ist hier. La Habrea. In der Tat, nie wurde eine große Macht für einen einzelnen Hand ersonnen, geschweige denn realisiert. Es mag ja alles wahr sein. Für einen oder zwei Kämpfer, ein Krieg läuft anders ab, dass uns eine einzelne Waffe den Sieg über ganz Erosea bringen könnte. Oh, das wird sie, vertrau mir. Ich hau der Sache nicht ganz. Ich schränke die Geister. Und er hat schon den vierten Kristall, wirklich amüsant. Weiter so, hör, Rigardina Heidelins. Dein Weg ist noch lange nicht zu Ende. Ich höre dich. Und das ist Tola. Die hat dich wahrscheinlich auch gehört. Wieso hast du eigentlich nicht eingegriffen, als ich gegen Titan gekämpft hatte? Er hat nicht die geringste Ätherspur hinterlassen. Die Teleportationstechnik kann nur ein Asian so perfekt beherrschen. Und dass die Galea hier sind, ich hätte nicht gedacht, dass sie gemeinsame Sachen machen. Welches Ziel teilen die Galea nur mit den Asians? Und wirklich sie. Dann kommt der. Ich warte da ganz Zeit drauf. Ich habe befürchtet, ich würde zu spät kommen, aber du bist unverletzt. Was für ein Glück. Ich habe dafür gesagt, dass man uns nicht folgen kann, aber wer weiß, wie lange der Zauber erhält. Du musst etwas überprüfen, bevor wir diesen Ort verlassen. Du sollst zusehen, dass du hier rauskommst, bevor die Kobolde sich von dem Schreck erholt haben. Ich teleportiere dich zum Ätheriten in Selmas Klamm und wir treffen uns dann in Camp Bronzesee wieder. In Ordnung? Machen wir dann. Ich hätte das hier aber gerne als Dungeon gesehen, aber naja. Herren wegklatschen ist aber auch ne. Ja, endlich! Kein Loot? Kein Loot? Kein Blut? Hallo? Ihr klatscht, ne? Oder wenn ich in eure Nähe komme? Ah, ist auch egal.
Du bist so weit entfernt. Die ist das verlassen. Ja, bitte. Schula im Camp muss sie treffen. Ja, machen wir. Heimzi. Ich zoome mal ein bisschen rein, weil das doch ein bisschen arg rausgezoomt ist. Im Bronzesee. Ah ja, ich habe ja von Tears of the Kingdom eben geredet, dass ich darauf warte, dass ich spielen kann. Falls ihr euch fragt, wo ist das Let's Play, also wenn ihr das hier seht, ist das ja alles schon vorbei. Und wenn ihr euch fragt, wo ist das Let's Play auf dem Kanal? Letztlich Game, das spiele ich für mich selber. Nicht, weil ich kein Let's Play dazu machen will. Doch, ich will kein Let's Play dazu machen. Aber nicht, weil ich da einfach keine Lust drauf hätte oder so. Sondern einfach der Grund ist folgender. Ich möchte gerne den Kanal hier RPG-basiert halten. Und da für mich Tears of the Kingdom, also Zelda sind keine RPGs für mich, außer Zelda 2. Das ist sehr RPG-mäßig. Deswegen werde ich hier keine Zeldas bringen auf den Kanal. Auch Tears of the Kingdom nicht. Außer es stellt sich heraus, dass es sehr RPG-lastig ist. Vielleicht nehme ich am Anfang auf und dann, je nachdem, wie ich fühle, nehme ich weiter auf, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nehme ich gar nicht mal beim ersten Mal auf. Tears of the Kingdom meine ich jetzt so in dem Fall. Aber gut, dass du halt zurück bist. Lass uns besprechen, wie wir weiter vorgehen. Abschließen. Ichtola. Ichtola möchte dich bitten, die gute Nachricht vom Sieg über Titan zu überbringen. Da muss ich ja nochmal dahin. Den Sieg über Titan sollten wir so schnell wie möglich melden, aber ich muss noch einige Nachforschungen anstellen. Kannst du für mich nach Limsa Luminsa gehen und dort Rashad Riki von dem Kampf gegen Titan berichten? Sie wird sehr erfreut sein. Okay. Wen? Kennen wir die Person? Wo ist denn unser Heimatpunkt? Ah, in Dingens. In, wie heißt der nochmal? In Tanalan, in nicht Limsa Luminsa, Gridania und Ulda, genau, Ulda. Also wir sollen nach Limsa Luminsa, dann gehen wir mal zu den unteren Decks. Auf geht's. Hier ist ja was los, wie eigentlich immer. Wo muss ich denn hin eigentlich? Das ist noch eine Quest. Hier ist eine Quest, die ich nicht gemacht habe. Das finde ich jetzt aber komisch. Ich benutze mal kurz den Aufzug. Hier, Aufzug. Ja. Weil ich hätte auch Treppen nehmen können, aber der Aufzug war, glaube ich, in der Nähe. Ruhen der Verwüstung, das ist die Hauptquest. Ich hätte auch, naja, ich bin auch manchmal so doof, ich hätte auch den Ätheriten benutzen können. Das Ätheriten-Netzwerk hier. Da habe ich irgendwie null drüber nachgedacht. So, ah ja, das ist die, das sind die, das ist der Malstrom, Drom, was auch immer, Malstrom. Rasha Riki. Hallo. Ihr habt wirklich die Titan besiegt. Die Gefahr ist gebannt. Das ist ja unglaublich. Ich werde umgehend Admiral Melvip darüber informieren. Zuerst Ifrit und jetzt auch noch Titan. Du bist früher war kein gewöhnlicher Abenteurer. Nein, du bist ein wahrer Held, der die Geschichte Eoseas prägt. Danke für die höchst erfreuliche Bericht. Bitte richte den Bund der Morgenröte meine Erbe. Ehrerbietigsten Grüße aus. Ich kann nicht lesen. Klatsch, klatsch. Danke. Ah, das wird, wie hieß sie nochmal? Minfilia, genau. Sein. Hallo, hörst du mich? Ich bin's Minfilia. Herzlich Glückwunsch zu deinem Sieg über Titan. Ich Schule hat mir alles so erzählt. Es wird sehr dank, dass es euch nicht passiert ist. Ich hatte mir große Sorgen gemacht. Kannst du wieder zum Sonnenwind zurückkommen? Dann reden wir über die weiteren Schritte. Ja, bis dann. Ja, zurück nach hier hin. Dann benutzen wir mal so einen Teleporter. Brief.